Nun, gerade haben Sie Gitti noch im Film gesehen. Jetzt ist sie live bei uns. Schön, Hallo, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, klasse. Danke schön für die Einladung. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, weil Sie uns bei der Beantwortung der Fragen ein bisschen helfen können. Als Patientin wissen Sie ja da sehr viel mehr als wir als Ärzte. Also, bevor wir damit loslegen, wie fanden Sie das denn gerade, wenn Sie sich da im Fernsehen sehen? Einfach schon toll. Hat mir gefallen. Ja. Spannend, ne? Ja, wenn man sich selber so sehen tut. Doch, hat mir gut gefallen. Ging mir genauso. Also ich habe mich ja auch nicht so, sehe mich ja auch nicht so oft auf dem Sender. Das ich. Und dann sehe ich auch, wie dick ich bin. Also da muss ich mal was tun mit dem Zumba, da komme ich nochmal drauf zurück. Dass, kann man mal üben, ja. Ich befürchte, dass wir das noch machen werden. Also vielen Dank, dass Sie uns bei der Fragerunde heute unterstützen. Wir haben sowas um die 200 Zuschauer gehabt, die jetzt bis jetzt da waren und fast 100 Fragen. Das können wir natürlich nicht alles jetzt in ein paar Minuten noch erledigen. Werden wir nicht tun. Und wir wissen, dass viele Selbsthilfegruppen auch gerade uns zuschauen und viele Physiotherapeuten, die ich herzlichst hiermit nochmal begrüße. Und ich darf Ihnen mal zuwinken, auch wenn Sie mir vielleicht gar nicht zurückwinken können im Moment. Also Fragestunde, wie besprochen, Gitti, unser Überraschungsgast und ja schon erwähnt, natürlich Dr. Christel, herzlichen Dank, dass Sie nochmal zu uns gekommen sind. Sie haben uns ja heute schon sehr viel aus der Sprechstunde erzählt. Sehr gerne. Aber jetzt kommen nochmal konkrete Fragen von den Patientinnen, die uns die ganze Zeit zugesehen haben und die uns in der letzten Stunde via Facebook, E-Mail, Chat Fragen geschickt haben. Ich habe mir von der Redaktion das gerade reichen lassen. So ungefähr 120 Fragen sind bei uns angekommen und werden bemüht sein, das alles ein bisschen zu bündeln und ihn auch vernünftig jetzt beantworten zu können. Die erste Frage, die ich hier gerade eben noch bekommen habe, die richten wir mal an Herrn Dr. Christel. Also aus dem Chat, Herr Christel, die Patientin, die hier schreibt, sagt, ich werde nächstes Jahr 68 Jahre alt. Gibt es eine Obergrenze, eine Altersgrenze für Lipidem-Operationen? Was würden Sie da empfehlen? Nein, also eine richtige Altersgrenze oder Obergrenze gibt es in dem Fall nicht. Man muss natürlich vorher abklären, ob Risikofaktoren da sind oder Vorerkrankungen, die gegen die Liposuktion im Bereich eines Lipödems sprechen. Aber ansonsten gibt es in dem Sinne keine richtige Obergrenze. Nun sind Sie ja hier in der Klinik seit Jahren tätig. Lassen Sie uns noch wissen, wie alt war die jüngste und wie alt die älteste Patientin, damit man so ein Gefühl dafür kriegt. Also die jüngste Patientin war 13 Jahre alt, die wir operiert haben, und die älteste war 83 Jahre alt. Also eine breite Spanne. Das ist eine sehr breite Spanne, das ist gut. Eine Frage, die ebenfalls häufig an uns gestellt wird, ist natürlich, wie gesund muss ich eigentlich sein für diese Operation? Gibt es Risiken, die man beachten muss? Wir wenden uns mit der Frage gleich wieder an den Chirurgen, der bei uns hier arbeitet, den Plastikchirurgen genau genommen. Die Frage kommt auch aus dem Chat. Mhm. Die Patientin fragt nach, ich leide auch an Hashimoto. Das ist eine Schilddrüsenerkrankung und hat nicht mit einer japanischen Speisekarte zu tun, damit wir das richtig verstehen. Also Hashimoto, eine Krankheit der Schilddrüse, kann ich trotzdem operiert werden, möchte sie gerne wissen. Ja, selbstverständlich. Also kann man ganz, ganz klar generell sagen, also eine Schilddrüsenerkrankung ist kein Hinderungsgrund für eine Liposuktion am Lipödem. Das heißt, Vorerkrankungen wollen wir natürlich wissen. Wir informieren uns über die Anamnese. Wir möchten genau wissen, wie gesund sie sind, das ist ja klar. Aber es gibt wenige Ausnahmen, die uns die OP verwehren. Das gilt auch, und die Frage kam hier, für das Thema Blutverdünner. Also wenn Sie Blutverdünner nehmen, müssen Sie die natürlich absetzen. Wir nennen sowas ein Bridging. Üblicherweise wird damit Heparin hinübergeführt, sodass wir operieren können. Und anschließend werden wieder die Blutverdünner angesetzt. Das alles organisieren die Anästhesisten auch bei uns im Haus. Denn wir sind ja immer mit zwei Fachärzten am Tisch. Einmal der Anästhesist, der Sie betäubt. Sie haben das eben in dem Film mit Dr. Gensiger und Frau Görk ja gesehen. Und selbstverständlich dann der Operateur und die Anästhesisten unterstützen uns dabei. Dasselbe gilt auch für das Thema Herzrhythmusstörung. Die Frage kommt auch sicher, immer wieder. Ja. Herzrhythmusstörungen müssen ganz grundsätzlich natürlich rhythmisiert sein. Dafür gibt es Medikamente. Darum kümmert sich Ihr Internist oder Ihr Hausarzt. Haben wir die Frage auch schon erledigt. Gitti, hier ist eine Frage aus Facebook. Die geht direkt zu Ihnen. Ja? Ja, ist doch toll. Nicht? Sie sind heute gesehen worden, schon reagieren die Menschen. Ist so wunderbar. Ja. Also eine Frage, die können Sie wunderbar sicherlich beantworten. Muss ich nach der OP noch weiter Kompressionsbekleidung tragen? Was sagen Sie als Erfahrene? Also nach der OP ja, aber danach gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Also man hat es eine Woche lang an oder manche sogar vier. Ich hatte sie vier Wochen lang an. Aber nach der OP nicht mehr. Man ist wie befreit. Richtig. Ich hätte jetzt gesagt, geil. Also sagen Sie das ruhig. Ja, wenn Sie das so empfinden. Ich werde das nicht weiter kommentieren, aber das ist ja im Sprachduktus heute normal. Also Kompressionsbekleidung ja, aber eben
im Konzept so, wie die Nachfolge bei uns gemacht wird, 4 Wochen in der ersten Woche durchgeht, danach nur noch reduziert. Jetzt habe ich aber gehört, Sie haben 4 Wochen getragen, haben Sie gerade gesagt. Ich habe sie 4 Wochen getragen, weil einfach, ich konnte mich vielleicht auch nicht von trennen, sagen wir mal so. Ich musste einfach so eine Abgewöhnung. Das heißt, Sie mussten sich von der Kompressionsbekleidung entwöhnen? Ja, ja. Ich habe die 9 Jahre getragen. Naja, gut, wenn man das 9 Jahre lang gewohnt ist. Und dann war das so irgendwie die Angst, naja, kommst wieder. Und ich muss sagen, gar nicht. Das ist ja ich schon mal hätte sie gleich vorher wegschmeißen sollen. Die Hose gleich wegwerfen, das könnte ein guter Tipp sein. Und sich entängstigen, das ist sicherlich der richtige Tipp auch. Aber ich bin ja froh, dass Sie das mal so aus der Praxis für die Praxis erzählen. Sie hatten 9 Jahre lang Lymphdrainagekompression und nach der OP war es dann vorbei. Also nach 4 Wochen war dann durch. Das ist ja ein gutes Ziel, dass man keine komplexe Entstauungstherapie mehr braucht. Ja. Ich glaube, das ist toll. Vor allem viel Freizeit. Überlegen Sie mal, wie viel Freizeit. Die erste Zeit war ja schlimm, dann bin ich 2-mal, 3-mal zur Lymphdrainage. Das ist ja Zeit, wo man spart. Ja. Das heißt, Sie waren das Rede Rauchen entwöhnen, dass man dann einfach plötzlich mehr Zeit hat. Und die haben Sie genutzt? Na klar. Neue Hobbys kennengelernt? Ja, viel Sport. Erzählen Sie, Sport, ja. Zumba haben wir schon gesehen? Ja, Zumba hat man gesehen, Schwimmen konnte ich euch nicht zeigen, weil Schwimmbäder sind ja alle zu. Ja, das ist momentan. Aber ich laufe gerne. Wir wandern sehr, sehr gerne mit den Hunden, dadurch, dass wir ja Hunde haben. Ja. Schön. Ich male ein bisschen so Steine. Ich krieg noch eine Frage hier rein, vielen Dank, aus dem Chat. Was ist der Unterschied zwischen WAL, also wasserstrahlassistierte Absaugung und tumeszenzlokale Anästhesie? Ich darf das mal versuchen, kurz zu erklären. Es sind zwei unterschiedliche Methoden. Wir haben ja die Methode jetzt schon seit 23 Jahren, seit 1997 am Start. Und ich habe damals entschieden, dass man das Fettgewebe präparieren muss, um es richtig absaugen zu können, also vorbereiten, indem man eine tumeszenzlokale Anästhesie hineingibt und das eher feste Fett weich macht, nahezu gelartig umwandelt. Die WAL ist eine andere Methode, die übrigens in derselben Zeit entwickelt wurde von Herrn Taufig hier in Köln. Die beschreibt etwas ganz anderes. Da wird mit einem harten Wasserstrahl Fettgewebe aus dem Hundhautgewebe entfernt. Das ist uns zu gefährlich und wir glauben auch, dass das nicht schonend genug ist für die wirklich empfindlichen und fragilen Lymphgefäße. Alles das ist in Studien untersucht worden, selbstverständlich auch in Vorbereitung dieser Methodik. Also hirnnetzige Lympha wird mit gutem Grund nur die tumeszenzlokale Anästhesie mit einer eingebracht und dann mit einer Maschine abgesorgt, wie Sie eben gesehen haben. Die wackelt dann sozusagen das Fettgewebe durch. Eine WAL bieten wir nicht an. Die Verletzungsgefahr von Lymph- und Blutgefäßen ist bei der WAL nach unserem Verständnis zu groß. Herr Dr. Christel, ich habe eine Frage hier, die auch gerne kommt und sie kommt als E-Mail zu mir. Mhm. Kann ich mir, wenn ich zur CG Lympha komme, einen Arzt für die Operation aussuchen? Wie ist das? Nein, also einen Arzt oder einen Operateur aussuchen in dem Sinne kann man nicht, braucht man aber auch wirklich nicht, weil alle Kollegen, die hier arbeiten, sind sozusagen auf demselben Stand. Langjährige Erfahrung in der Behandlung der Liposuktion oder auch in der Behandlung des Lipödems. Also dementsprechend sind sie bei allen Kollegen gut aufgehoben. Danke nochmal für die Info und wir werden nochmal die Namen kurz durchlaufen lassen. Also Herr Dr. Gensio operiert hier, Herr Christel selbstverständlich, den Sie ja gerade kennenlernen. Frau Dr. Görk haben Sie schon gesehen, Frau Dr. Schön und ich bin auch noch im OP tätig. Und für alle gilt gleichermaßen lymphologisch 1A Diagnostik, denn es ist ganz wichtig, wenn Sie zu uns kommen, müssen Sie bei uns auch die entsprechende Diagnostik bekommen haben. Wir arbeiten sozusagen nicht auf Zuweisung von irgendjemand. Wir schauen uns Sie ganz genau an und wollen wissen, ob Sie ein Lipödem haben. Und dann planen wir mit Ihnen die Operationsschritte und alle Kollegen, die hier operieren oder Kolleginnen, die operieren, sind auf selben Niveau ausgebildet, speziell für dieses Verfahren der lymphologischen Liposkulptur, so wie wir es hier anwenden. Insofern können Sie sich keinen Arzt aussuchen, aber jeden, den Sie bekommen, ist der Beste. Da können Sie sicher sein. Dann eine Frage aus dem Chat, auch eine Lieblingsfrage, die darf ich mal beantworten. Übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die Operation? Ein ganz klares Nein, das tut sie nicht und das wird sie auch auf lange Sicht hin sicherlich nicht tun. Die Prognose wage ich mal. Sie werden sicherlich wissen, dass es eine Studie gibt, die aufgelegt wird vom GBA, die LIP-LEC-Studie, die gilt für alle Stadien 1 bis 3 durch und die sollte schon seit Januar diesen Jahres laufen. Ich selber bin mit 2 Zentren daran beteiligt. Diese Patientinnen werden dann in den MVZs gesehen und anschließend auch bei der CG Lympha
in dem Fall von mir und meinen Kolleginnen operiert, wenn denn die Studie nun mal beginnt. Das alles steht aber noch ein bisschen in den Sternen und möglicherweise beginnen wir im Oktober. Und da ich die Studie gut kenne, das Design kenne, weiß ich, dass vor dem Ende 2024, 2025 keine Ergebnisse da sein werden. Dann geht das nochmal zum Bundesausschuss, der darf sich nochmal 4 Jahre damit beschäftigen. Also wenn Sie darauf warten, dass Krankenkassen die Kosten übernehmen, müssen Sie vermutlich Stand heute ungefähr noch ein Jahrzehnt darauf warten. Vielleicht tut sich zwischendurch was. Es gibt eine Ausnahme, das wissen Sie, für Stadium-3-Patienten. Die werden auf Kassenleistung operiert. Das hat der Minister ja so umsetzen lassen. Und diese Patienten müssen zu einem Arzt gehen, der diese Operation beherrscht, der sie also schon lange durchführt. Meine Kollegen und ich auch in den MVZs in Köln und Düsseldorf sind natürlich prädestiniert für solche Eingriffe. Und in der Tat werden die Patientinnen dort gesehen und dann auch hier in der Zigelympha von diesen Kassenärztinnen operiert, sodass der Standard der Zigelympha, der hohe Standard der Qualität, auch bei diesen Operationen gewährleistet ist. Als zusammenfassend, eine Kassenleistung ist die Operation des Lebedems nach wie vor nicht. Wenige Ausnahmen, Stadium-3-Patienten, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, da muss das Gewicht stimmen, ein BMI unter 40 und mindestens für 6 Monate Lymphdrainagekompression als Vorlauf. Diese Patientinnen sind eine Ausnahme, alle anderen müssen warten, bis die Entscheidung des GBA dann irgendwann getroffen ist. Gitti, ich habe eine Frage für Sie. Und es geht wieder um die Nachsorge, sprich, wie war es auf der OP, das haben Sie uns ja schön erzählt heute schon. Aber eine Frage, die hier aus Facebook wieder kommt, Sie scheinen bei Facebook Fans zu haben. Wie lange sind die Löcher nach der OP noch auf? Also wie lange nässt das noch nach? Wie unangenehm war das? Nee, also ich fand es nicht schlimm. Eine Woche ungefähr dauert es, eine Woche. Also hat es jedenfalls bei mir hat es nicht länger gedauert. Ja. Ich hatte auch mein Physio damals, der hat mir Lymphdrainage gemacht und hat das also auch irgendwie, ich weiß ja nicht, rausgedrückt, hat mich auch wieder schön eingewickelt. Der Physiotherapeut hat ihn nicht verstanden. Der hat das alles gemacht. Ja. Ganz Prinzessin sozusagen. Nee, ich glaube, ich war auch für ihn die erste Patientin überhaupt, die sich die Lymphe operiert hat lassen. Das war für den Neuland, ganz neu. Dann war der bei uns zur Ausbildung mit ziemlicher Sicherheit im Trainingscamp sozusagen für Physiotherapeuten. Das machen wir ja im Rahmen unseres Therapeutennetzwerkes, in dem wir für die ganze Bundesrepublik und für Österreich und Schweiz, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1600, 1700 Therapeuten ausgebildet haben, die unsere Patientin nachbetreuen. Das heißt natürlich nicht, wenn Sie jetzt als interessierte Patientin zuhören und sagen, ja, aber mein Therapeut war noch nicht bei Ihnen, das ist nicht schlimm. Wir nehmen natürlich auch auf Empfehlung von Ihnen Ihren Therapeuten in den Kreis. Der muss also sozusagen schon bei Ihnen bekannt sein und werden ihn dann im Rahmen der OP nochmal ausbilden für die spezielle Technik, die nach der lymphologischen Liposkulptur, wie ich es ja eben schon mal erläutert habe, angewandt werden muss. Das Ziel ist natürlich, die Flüssigkeiten aus dem Gewebe noch rauszutrainieren. Diese Trainingsarbeit für das Lymphgefäßsystem ist wichtig, denn darum operieren wir eigentlich ja nur. Wir machen ja nicht das Fett weg, damit sie ins kleine Schwarze passen, sondern damit der Schmerz nachher weg ist. Das ist der entscheidende Punkt. Und wie lange die Öffnungen sind? Bei Ihnen ist es eine Woche gewesen. Bei mir war es eine Woche und das war auch gut. Ja. Manchmal dauert es nur 3-4 Tage, aber so in der Größenordnung bewegt es sich. Die Blutergüsse dauern natürlich länger, 10-14 Tage. Manchmal gibt es sowas wie einen Muskelschmerz, einen Muskelkater. Muskelkater, also ich hatte einen Muskelkater, muss ich sagen. Den also hatten Sie. Nicht mal einen Schmerz, einfach nur Muskelkater. Gut, ja. Was haben Sie gemacht dagegen? Ich habe mich bewegt. Gut, sehr genau, so ist es richtig. Einfach dagegen bewegen. Also das funktioniert und ganz wichtig, die Löcher, so sie denn noch offen sind, können Sie mit dem Pflaster zukleben und duschen und anschließend wieder abmachen. Das Pflaster, wir wollen, dass Sie sich normal durch den Alltag bewegen. Das war bei Ihnen nicht anders. Das ist wichtig zu wissen. Womit wir zu der zweiten Frage an Sie kommen, Gitti. Ab wann konnten Sie denn wieder arbeiten gehen? Jo, eigentlich gleich. Ich war noch ein bisschen faul. Sie hätten gleich gehen können. Ja, also so ich habe mich wie neu gefühlt. Also wirklich kein Spaß, gar nichts, ich hatte einfach den Drang, eigentlich könntest du ja. Das ist dann schon toll, nicht? Ja, das war dann schon eine tolle Sache. Dieses neue Gefühl, das haben wir in den Bildern ja auch schon mal gesehen. Ich hätte also von mir aus gehen können, aber wie gesagt, die erste Woche war ja sowieso noch ein bisschen sapschisch alles. Ja. Dann das war der Verstand. Mein Beruf, das war so ein dreckiger Beruf und
ja, dann habe ich gedacht, nee, naja, hast du doch noch irgendwas da. Ja. Hygiene muss natürlich passen, das ist klar. Da sollten keine Verschmutzungen an die Wunden kommen, das ist logisch. Wir schreiben grundsätzlich ja für eine Woche krank, gerade weil in der ersten Woche Sie viermal zum Physiotherapeuten gehen müssen, Sie noch da Flüssigkeitsverlust haben aus den Löchern, die langsam noch dann zugehen. Alles das kalkulieren wir mit ein. Und ehrlich gesagt, und Herr Christel stimmt mir damit sicher doch zu, das ist ja eine Operation. Wir sind ja nicht bei einem kleinen Klacks, den wir hier machen. Also wir sind schon der Auffassung, wenn wir solch gravierende Veränderungen an Ihnen vornehmen, und Gitti hat das ja wunderbar beschrieben, dann sollten Sie sich als Patientin auch diese Woche vielleicht gönnen. Mhm. Da sind Sie mal die Prinzessin und nicht die anderen wichtig. Und dann auch diesen Schritt abwarten und danach geht es dann auch ja... Und dann geht es wieder voll los. Voll los, ganz voll genau. Los. So ist es, voll los, wunderbar. Und zwar deutlich erleichtert, das kommt mir noch dazu. Schön, was haben wir denn noch an Fragen? Oh ja, das kann der Dr. Christel sicherlich gut beantworten aus dem Facebook. Ich habe die Diagnose Lipolymphödem bekommen. Was ist der Unterschied zum Lipödem? Also lymphologische Baseline-Frage, bitteschön. Also das kann man ganz klar unterscheiden. Man muss sich die Füße dazu angucken. Dementsprechend haben wir ein Anschwellen des Fußrückens zum Beispiel. Geht das bis in die Zehen vor, also haben wir eine starke Dehnbarkeit im Bereich des Fußrückens. Ist das Stemmerzeichen positiv, dann kann man das sozusagen also direkt diagnostizieren, dass es ein Lipolymphödem ist, was ja meistens erst auch ein bisschen später auftritt. Also wenn das Lipödem auch meistens schon ein bisschen länger bestanden hat. Wenn es denn überhaupt miteinander zusammen auftritt. Exakt, ja. Was ja extrem selten ist. Ne? Ja. Das ist knapp 2% der Bevölkerung, die ein Lipödem hat, kann an einem Lipolymphödem erkranken. Trotzdem wird das dramatisch häufiger verordnet, wenn man auf diese Art und Weise, zu früheren Zeiten zumindest, mehr Lymphdrainage bekam. Ja. Das ist jetzt völlig hinfällig, denn seit Januar diesen Jahres bekommen Sie zulasten der Krankenkasse, und das ist für die nächsten 5 Jahre fixiert, unbegrenzt Lymphdrainage. Es muss also nicht mehr fehldiagnostiziert werden, um rezeptierbar zu machen. Wir legen großen Wert darauf, dass Lipödeme Lipödeme sind und Lymphödeme Lymphödeme. Und wenn Sie beides haben, werden wir auch das diagnostizieren. Aber wir hätten gerne für Sie die richtige Diagnose und nicht eine aus Papiergründen, in dem Fall falsche. Trotzdem, ich weise nochmal darauf hin, und das kennen Sie aus der Sprechstunde ja genauso, viele Patienten kommen mit der Idee, sie hätten ein Lipolymphödem. Ja. Und eigentlich sind die dann ganz happy, wenn man ihnen sagt, nö, ist nur ein Lipödem. Reicht ja auch, mehr muss es ja auch nicht sein. Achten Sie also darauf, wenn Sie ein Lipödem haben, dass Sie sich vernünftig diagnostizieren lassen. Das ist in der Tat wichtig. Sie sind nicht kränker zu machen, als Sie ja eigentlich auch sind. Herr Christel, ich habe noch eine Frage für Sie. Das nimmt kein Ende hier. Irgendwann kriege ich dann gleich auch mal. Wieder aus dem Chat. Wie schwer darf man denn maximal für eine Lipödem-Operation sein? Also wir sagen, das Maximum ist bei uns 120 Kilogramm. Mhm. Darüber hinaus, wenn die Patientinnen schwerer sind, steigt schon, oder muss man sagen, dass die Risiken ansteigen, also die entstehen könnten nach einer Liposuktion. Deswegen haben wir uns das, die 120 Kilogramm als Limit gesetzt sozusagen. Gut, das ist sozusagen die Hauspolitik, nicht? Genau. Die auch international so ist. 120 Kilo beim Lipödem, da zucken wir nicht. Bei 125 bitten wir Sie, 5 Kilo abzunehmen, wissend, dass Sie die nicht am Lipödem abnehmen, das ist ja bekannt. Das hat ja nichts mit einer Übergewichtigkeit zu tun, diese Fettverteilungsstörung, sondern wir wollen einfach Sie in sicherem Hafen haben. Auch die Anästhesisten legen auf solche Dinge großen Wert. Also 120 Kilo ist die Marge, die Sie bitte haben sollten. Übrigens als Faustregel, um es ganz einfach zu machen, Lipödem ist ja Fettgewebe, was Sie nicht abnehmen können an Armen und Beinen. Und die Faustregel, die Dr. Schingale vor vielen Jahren auch mit mir gemeinsam entwickelt hat, ist, Sie nehmen die Größe minus 100, also eine 1,70 Meter große Frau, 70 Kilo, und schlagen bis zu 20 Kilo drauf. Das heißt, wenn Sie bei 90 Kilo landen, haben Sie ein maximales Gewicht, wie Sie es beim Lipödem Stadium 2 haben sollten. Alles darüber ist dann wirklich Übergewicht, was sich eher auch am Bauch stattfindet und was Sie dann noch versuchen könnten zu reduzieren. Also, die Frage ist klar beantwortet. Mhm. 120 Kilogramm ist eine Regel. Kommen Sie gerne mit weniger zu uns. Wir sind da nicht böse. Ja, das ist klar. Dann eine Frage, die ich gerne beantworten möchte, aber den zweiten Teil übernehmen Sie dann gleich wieder, via Facebook. Mein Mann und ich sind gerade in der Familienplanung. Ist es besser, sich vor oder nach der Schwangerschaft operieren zu lassen? Das ist eine spannende Frage. Die Frauen, die da zu uns kommen, sind ja unterschiedlichen Alters und selbstverständlich auch noch in der Lage, vom Alter her Kinder zu bekommen. Das ist gar kein Thema. Wir kommen gleich noch auf die Hormone, Herr Christel. Sie können schon mal nachdenken, wie Sie antworten. Ich spiele den Ball gleich zu. Aber speziell zur Schwangerschaft ein ganz klarer Satz.
Wir konnten diese Frage vor 20 Jahren nicht klar beantworten. Mittlerweile haben wir natürlich genügend Patientinnen vor und nach Schwangerschaften und Saugung gesehen. Die Empfehlung ist ganz eindeutig. Wenn Sie beides planen, also Schwangerschaft und Lipidem-Operation, dann empfehlen wir zuerst OP und dann schwanger, einfach weil die Schwangerschaft ohne Lipidem für Sie komfortabler verläuft als die Schwangerschaft mit Lipidem. Sie brauchen dann nicht zur Physiotherapie, Sie müssen nicht mehr Kompressionskleider für die Arme und Beine tragen und so weiter. Also das ist der einzige Grund, die Komfortabilität der Schwangerschaft. Ansonsten ist es uns völlig egal, ob Sie vorher oder nachher schwanger werden. Was wir nicht mögen, ist schwanger zwischendurch. Das ist verständlich, das ist nicht gut. Aber Sie können selbstverständlich Ihre Kinder dann bekommen, wann Sie es geplant haben. Und auch hierzu noch mal ein klarer Satz. Es gibt Frauen, die sagen, ja, ich habe ja ein Lipidem, da darf ich ja nicht schwanger werden. Also das ist natürlich Quatsch, um es mal einfach zu formulieren. Wir sind ja froh, wenn Sie schwanger werden und sich dann das Lipidem auch noch entfernen lassen. Dann sind Sie das problemlos und haben auch noch Kinder. Und die Familienplanung sollte nicht im Wege stehen. Also ganz klar. Jetzt sind wir aber trotzdem bei dem Stichwort Hormone. Und das spiele ich jetzt an Christel nochmal rüber. Wie ist denn es mit den Hormonen? Kann man Beschwerden haben, die in der Menopause schlechter werden? Wie verhält sich das? Das kann selbstverständlicherweise auch auftreten. Das Lipidem ist ja eine östrogenreaktive Erkrankung, die sich ja meistens dann bei den Patientinnen in der Pubertät dann schon manifestiert sozusagen. Dann immer, wenn Östrogenspitzen sozusagen da sind, in den Schwangerschaften oder nachher in der Menopause, dann weiter voranschreiten. Also es kann auch sein, dass tatsächlich eine Patientin erst vorher wenig Beschwerden hatte, die ihr nicht so zur Last gefallen sind und nachher in der Menopause dann deutliche Beschwerdezunahme auftritt, weswegen die Patientinnen dann sagen, jetzt muss ich da was machen. Gut, also ja, in der Pubertät beginnend, bei Schwangerschaft sich verschlechternd, auf jeden Fall in der Menopause nochmal da, weil es da eine Verschiebung der Hormone gibt. Die Östrogene kommen relativ stärker nochmal zur Geltung und diese Effekte sehen wir auch bei den Patientinnen. Das hat Auswirkungen auf die Schmerzhaftigkeit, möglicherweise auf die Menge an Fettgewebe, die an den Armen und Beinen entsteht. Das ist noch nicht abschließend geklärt. Diese Östrogentrigger sind wir unterwegs in der Forschung hier im Zentrum auch zu untersuchen. Da werden wir Ihnen beim nächsten Mal vielleicht berichten können, wenn wir uns hier wiedersehen. Danke, Herr Christel, für die Antwort. Gerne. Eine Frage wäre, die mindestens genauso spannend ist, wie gut ist Lipidem per OP zu vernichten. Ich will es mal so sagen. Und die Frage, die da gar nicht gestellt wurde, kommt es denn wieder? Einfache Antwort, selbstverständlich nicht. Wenn man es vollständig operiert, ist eine Amputation. Herr Christel nickt schon, er kennt das Thema auch. Das kommt immer wieder als Frage. Und dann noch viel schlimmer, kommt es denn woanders? Am Rücken, am Nacken, am Bauch, an der Hüfte oder sonst wo? Die Antwort ist sehr einfach, nein. Es ist eine angeborene Fettverteilungsstörung an den Extremitäten, die durch Amputation des Fettgewebes, nur des Fettgewebes, entfernt werden kann. Aber dann bleibt natürlich noch ein Hautmantel übrig. Der ist ja sozusagen gedehnter, größer. Und die Frage ist, und Sie kennen das schon, dass ich das frage, ist klar, da will die Patientin wissen, aus einer E-Mail heraus, wann kann ich denn das endgültige Ergebnis der Operation sehen? Was sagen Sie denn da? Also so ungefähr nach anderthalb Jahren, ne? Weil der Hautweichteilmantel, der braucht schon eine längere Zeit, auch nach den Operationen natürlich, um sich wieder vernünftig zu regenerieren. Anderthalb Jahre ist so die Linie, wo Sie sagen würden, da müsste es dann geschafft sein. Genau. Es hat ja ein bisschen was mit der Elastizität der Haut zu tun. Geben Sie den Patienten Hinweise darauf? Sagen Sie denen irgendwas dazu? Ja, es ist sehr individuell, muss ich sagen. Ja. Also man kann halt nicht wirklich vorhersehen, ob es jetzt tatsächlich, also ob sich ja alles wieder komplett zurückbildet. Dementsprechend, das hängt ja davon auch ab, ob jetzt dann, wie der venöse Status vorher war, wie das Gewebe, wie die Gewebsbeschaffenheit vorher war. Ja. Also es ist wirklich sehr patientenindividuell. Also es gibt sehr individuelle Faktoren. Dazu gehört als Dermatologe, darf ich das mal dazufügen, noch natürlich die UV-Belastung der Haut. Ja. Waren Sie viel in der Sonne? Haben Sie geraucht? Alles dies sind Dinge, die Elastizität ja verschlechtern. Mhm. Das kennt man ja von Menschen, die draußen arbeiten und entsprechend braun sind. Das können wir kaum vorher wirklich bestimmen. Wir können einen Snap-Test machen, also einen Elastizitätstest der Haut. Aber es ist entscheidend zu wissen, dass durch die Operation eine große Wundhöhle entsteht. Und diese Wundhöhle füllt sich in der Abheilung wieder mit Bindegewebe, das etwas schwerer ist als Fett, sodass Sie auch keinen Unterschied auf der Waage sehen. Aber Sie haben natürlich einen hervorragenden Retraktionseffekt. Also das Zusammenziehen geht hervorragend. Wir sind selber immer wieder überrascht, dass bei Patientinnen, wo wir, 17, 18, 19 Liter an den Beinen in zwei Sitzungen entfernen, das sind durchaus große Zahlen, die wir hier auch in dem OP leisten, dann nach einem Jahr, wenn wir die Patienten wiedersehen, die Haut sich fast immer sehr gut zurückgezogen haben. Wir gucken trotzdem nach einem Jahr nach.
Das ist ja eine rein kosmetische Fragestellung, die dann übrig bleibt. Das Libidem ist lange weg, keine Schmerzen, keine komplexe Entstauungstherapie, alles erledigt. Und dann wollen wir noch wissen, das interessiert uns genauso wie die Patientinnen auch, ob denn nun auch die Haut sich komplett zurückgebildet hat. Deswegen die Kontrollen nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren würden auch wir endgültig den Deckel drauf machen, sagen, Thema erledigt. Und selbstverständlich, um das nochmal zu betonen, kommt ein Libidem, wenn es denn vollständig operiert wird, auf gar keinen Fall wieder. Und selbstverständlich kommt es nicht an anderen Körperstellen wieder. Das ist nochmal klar zu betonen. Denn die Frage kommt immer wieder, was passiert eigentlich? Also Patienten fragen sich und sagen, ich habe aber wieder zugenommen. Herr Christel, wie ist denn das mit dem Essen und Trinken nach der Operation? Muss man da weiter Diät machen? Macht das überhaupt Sinn oder was empfehlen Sie da? Ja, man muss natürlich einfach weiterhin darauf achten. Man muss sich weiterhin ausgewogen ernähren. Man sollte auf Bewegung achten, also auf eine gesunde Ernährung sozusagen. Wir helfen den Patienten ja damit, dass wir die Liposuktion machen. Wir helfen ihnen sozusagen, den Umfang der Extremitäten zu reduzieren. Richtig, ja. Aber es ist halt sozusagen kein Freifahrtschein, das muss man sagen. Richtig. Also es ist nicht die Abteilung, wir machen das Fett weg, ja. Dann können Sie wieder essen. Das gilt grundsätzlich, damit das verstanden ist. Denn die Fettzellen sind zwar von uns entfernt worden, das heißt, sie sind im Sauger, die können Sie nicht mehr zunehmen, das ist klar. Aber Sie haben natürlich überall am anderen Körper, am Rest des Körpers noch Fettgewebe, also am Stamm. Ja. Und wenn Sie nun sich weiter die Pizzen reindonnern oder die Döner-Diät machen oder was auch immer, dann werden Sie natürlich zunehmen können, ganz klar. Aber nicht an Armen und Beinen in selber Weise wie vorher, sondern eher an anderen Stellen des Körpers. Und das mag am Bauch, an der Hüfte, am Gesäß sein. Wir haben Patientinnen, die kommen mit größeren Brüsten dann wieder zu uns. Und dann ist immer dieselbe Empfehlung, Sie haben zugenommen, nehmen Sie ab. Das geht dann auch übrigens besser und einfacher nach solchen Operationen. Wir haben ja eben ein Bild gesehen von Antonia mit den fast 30 Kilo. Das ist schon eine gewaltige Leistung. Und das Ergebnis am Ende, und das ist der entscheidende Punkt ja für uns, das Libidem ist weg, es tut nichts mehr weh. Und damit ist der Teil, den wir zu machen hatten, der Verbesserung ihrer Lebensqualität unsererseits erledigt. Ganz zum Schluss, nein, haben Sie noch eine Frage, Gitti? Nee, ich wollte nur sagen, ich hätte jetzt noch dazu was gesagt. Und zwar mit dem Essen. Ja. Man muss, also ich merke das ja jetzt auch schon 4 Jahre danach. Die Haut ist gut geworden, ich fühle mich gut. Ich meine, gut, dem Alter entsprechend habe ich natürlich keine Figur wie eine 18-Jährige, ist auch klar. Das wäre ja auch komisch. Aber, nee, aber man muss doch sich verändern, was Essen betrifft. Und dieses ganze... wie Sie schon sagen, man kann nicht einfach gehen und sagen, oh, jetzt bin ich schlank, jetzt bin ich dünn, jetzt haue ich eine Pizza rein. Sondern ich muss das bewusst machen, dass ich wirklich sage, ja, heute ist Wochenende, heute haue ich machen. Genau. Aber die Woche über ist das anders, der Plan ist anders. Meine ganze Familie, manchmal meckern die schon und sagen, sag mal, du kannst einen LKW bestellen, da so viel Obst und Gemüse hast du schon gegessen. Aber sie macht es mit. Gut. Ja, das ist gut für die Familie und das ist gut für mich. Also diese Situation, endlich schmerzfrei zu sein, führt auch dazu, dass Sie wirklich einen neuen Lebensweg beschritten haben und eben auch solche Dinge dann neu angehen konnten, weil es plötzlich auch erfolgreich war. Ja, klar. Das ist ja das Besondere. Und dann das Bewegen. Ne? Man muss irgendwas finden für sich, wo man sagt, ich mache jetzt was für mich. Ja. Wo ich jetzt sage, okay, damit kann ich leben, das ist alles so ausgleichend. Mhm. Aber sich hinsetzen und sagen, jetzt. Das ist kein Freifahrtschein, wie Herr Christel eben schon gesagt hat. Ich glaube, wir haben sehr viele gute Informationen rübergebracht jetzt zum Libidem, zur Lipohyperplasia dolorosa, wie man sie formvollendet nennen würde. Also eine Lido, das wäre das Kürzel dazu. Und die letzte Frage, die man mir hier in die Hand gedrückt hat, ist, was ist das eigentlich für eine Schleife, die wir hier alle tragen? Die haben wir uns ja jetzt ans Revier geheftet. Ich darf dazu noch ein paar wenige Worte verlieren. Also dieses Awareness Ribbon auf dem Grund in türkisfarbener Farbe und diesen weißen Punkten ist eine Erinnerung, ein Zeichen daran, dass es Lympherkrankungen gibt. Sowohl Lipödem, dafür haben wir es erstmal ja produzieren und herstellen lassen und als Idee entwickelt, aber auch für sekundäre Lymphödeme, wie zum Beispiel nach Brustkrebs oder anderen Krebsen, auch die brauchen eine höhere Awareness, als es üblicherweise in der Bevölkerung der Fall ist. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn Menschen Schleifen tragen. Selbstverständlich können Sie die bei uns jederzeit kostenlos bekommen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Wir schicken Ihnen dann entsprechende Schleifen gerne zu.